Pour ce webinaire. Alors, c'est moi qui vous parle, Jens Duensing. Je vais donc faire la modération de ce webinaire. On va parler aujourd'hui des possibilités de travailler ensemble de façon virtuelle dans le cadre des échanges franco-allemands. Avec nous, Christiane Behling. Est-ce que tu veux te présenter? Ja, das mache ich gerne. Danke, Jens. Guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Christiane Behling. Ich arbeite für das Deutsch-Französische Jugendwerk, bin dort als Projektbeauftragte im Referat für interkulturelle Aus- und Fortbildung tätig, und bin dort verantwortlich für das Sprachenlernen im Tandem und für den Bereich neue Medien und insbesondere für das Projekt Teletandem. Ich freue mich sehr über das große Interesse von Ihrer Seite an diesem Webinar. Heute mit uns in der Runde ist auch noch eine weitere Kollegin aus dem deutsch-französischen Jugendwerk. Das ist die Agnès Prüvaud. Einige von Ihnen werden sie kennen, denn sie ist die Leiterin des Bereichs Schulaustausch im deutsch-französischen Jugendwerk. Sie hat keine aktive Sie ist und wird auch Ihre Ansprechpartnerin im Chat sein, vor allem für institutionelle und finanzielle Fragen. Ansonsten vielleicht ganz kurz zu unserer Rollenverteilung zwischen Jens und mir. Jens, wie schon gesagt, macht die Moderation. Das bedeutet, er wird vor allem den Chat im Auge behalten. Sie sind ja jetzt im Zuhörermodus dazugeschaltet. Das bedeutet, Ihr Mikrofon ist nicht aktiv. Sie müssten uns aber hören können. Oh, wir haben sogar einen Teilnehmer aus La Réunion. Großartig. Das bedeutet, Sie müssten uns hören können und sehen können und auch sehen können, was wir hier präsentieren. Wenn Sie Fragen haben, mit uns Kontakt aufnehmen wollen, etwas nicht verstanden haben, dann tun Sie das bitte im Chat. Ja, und Jens wird den Chat im Auge behalten und gerade Fragen technischer Art oder Fragen auch pädagogischer Art oder ganz praktische Fragen zum, wie das mit den Schülern auf so einer virtuellen Plattform läuft, die kann Jens sehr gut beantworten, weil er selbst ganz viel schon mit diesem Tool gearbeitet hat, das wir heute Ihnen vorstellen möchten. Die Frau Prüvaud, wie gesagt, wird eher für institutionelle und finanzielle Fragen zur Verfügung stehen. Jens, möchtest du was ergänzen? Sonst würde ich einfach überleiten zum Thema. Ja, also vielleicht noch kurz sagen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wird. Donc, vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement de ce Webinaire après dans la salle des profs sur la plateforme que nous allons vous présenter. J'aimerais bien déjà donc savoir un petit peu, là, des fois vous le dites dans vos chats, hein, d'où vous venez, mais on va faire un petit sondage pour savoir un petit peu d'où vous venez. En fait, est-ce que juste pour savoir, donc vous allez pouvoir répondre donc à la question si vous assistez à partir de l'Allemagne, à partir de la France ou à partir d'un autre pays? Sie können jetzt einfach auf Ihrem Bildschirm klicken. Antwort A, wenn Sie uns aus Deutschland zuhören. Antwort B, wenn Sie uns heute aus Frankreich zuhören. Oder möglicherweise sind ja auch ganz andere Länder heute hier vertreten. Also klicken Sie einfach noch ein bisschen. Wir warten noch kurz, bevor wir die Ergebnisse präsentieren. Bon, il semble y avoir une majorité de Français parmi nous. Donc, il y a deux tiers à peu près hein, qui nous écoutent de France. Et puis, j'aimerais bien savoir une deuxième chose. C'est pour avoir une idée dans quel type d'établissement vous intervenez, vous enseignez en France et en Allemagne. Donc, il suffit de cliquer sur la lettre correspondante. Das sieht interessant aus. Sie können wieder klicken auf Ihrem Bildschirm, an welcher Schulform Sie arbeiten. Wir haben jetzt natürlich deutsche
Schulformen, französische Schulformen. Das müssten auch mehrere Antworten gehen. Müssen wir mal ausprobieren. Ich bin nicht ganz sicher, wie wir es. Na, ist kein Problem, wenn es zwei Schulen sind. Probieren Sie es mal aus. Es müsste möglich sein, zwei Antworten anzuklicken. Wir warten mal noch kurz. Das ging nicht. Okay, dann ist es eine Frage der Einstellung. Okay. Ja, das stimmt. Stabilisier Das stimmt, die Lehrer, die in Frankreich unterrichten, sind oftmals an mehreren Schulen tätig. Ne? Habe ich nicht bedacht. surtout pour le nord, c'est Okay. vrai. Okay. Gut. Magst du die Ergebnisse mal zeigen, Jens? Ich glaube, es Ça y kommt est. nichts weiter. Die meisten Deutschlehrer in Frankreich arbeiten an zwei Schulen. Ja, das Aber trotzdem ist stimmt. der Großteil aus dem College. Ja? 46% hat angegeben College. Gymnasium in Deutschland 23%, Lycée 15%. Und dann haben wir gleich verteilt Grundschule. Grundschule freut mich sehr. Und Gesamtschule oder integrierte Sekundarschule. Und dann das Orange, das sind die Realschulen. Und einen kleinen Prozentsatz andere. Ja, schön, das ist total spannend, total interessant. Vielen Dank für Ihre Antworten. Ich würde jetzt, Jens, mal zurückgehen auf die Präsentation. Genau, die Umfragen haben wir gerade gemacht. Worum geht es heute? Also, wir sind ja nun aktuell in einer ganz besonderen Situation, eine Situation, die für uns alle gleichermaßen neu wie herausfordernd ist. Die Schulen sind geschlossen, bis mindestens Ostern und alle Schulaustauschbegegnungen zwischen Deutschland und Frankreich sind bis zum Ende des Schuljahres abgesagt und somit nicht möglich. Und ich glaube, es ist für uns alle eine große Herausforderung als Lehrer, als Eltern, für die Kinder, als Familien und eben auch für uns als Institution. Sie wissen, wir hier im Deutsch-Französischen Jugendwerk, das ist unser täglich Brot, die Austauschbegegnungen zu fördern, zu begleiten. Und wir haben uns überlegt, wie können wir Ihnen helfen in dieser schwierigen Situation und haben deswegen diese Webinare ins Leben gerufen, um Ihnen ein Tool vorzustellen, das es Ihnen ermöglicht, auf Distanz mit den Partnerschülern, mit der Partnerklasse im anderen Land zusammenzuarbeiten. Und das ist die Teletandem-Plattform. Ich habe Ihnen dort auch den Link eingestellt. Jens, den kannst du auch noch mal in den Chat tippen. Da können Sie selbst mal dann sonst die Seite öffnen und sich die Teletandem-Plattform anschauen. Wir möchten Ihnen diese Plattform vorstellen. Was genau ist diese Plattform? Wir möchten Ihnen ganz konkrete Beispiele zeigen, wie man auf so einer Plattform zusammenarbeiten kann. Und dann möchten wir, wenn es klappt, auch eine kleine praktische Sache mit Ihnen machen, dass Sie es selber einfach mal getestet haben. Und dann möchte ich Ihnen im dritten Schritt für Schritt zeigen, wie melden Sie sich an auf dieser Plattform und wie orientieren Sie sich darauf. Wir haben 1,5 Stunden zusammen Zeit. Das ist nicht viel. Und deswegen kann es heute letztlich nur ja, ein erster Eindruck sein. Es ist geplant, nach Ostern vielleicht noch weitere Webinare anzubieten, die dann vielleicht noch detaillierter sind, die dann vielleicht eher technische Aspekte behandeln oder vielleicht auch bestimmte Aktivitäten noch mal ganz genau beleuchten. Aber heute geht es darum, erst einmal ganz allgemein in diese Plattform vorzustellen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Sprachregelung. Sie haben das jetzt schon gemerkt. Ich spreche auf Deutsch, weil das eben meine Muttersprache ist. Ich bin auch heute aus Deutschland dabei. Jens ist zwar auch Deutscher, aber lebt in der Bretagne und ist einfach viel mehr, denke ich, in der französischen Kultur zu Hause. Und deswegen spricht er auf Französisch. Ihre Fragen im Chat können Sie uns auf Deutsch oder auf Französisch stellen. Wir werden sie in der jeweiligen Sprache beantworten. Jetzt vielleicht erstmal ganz kurz zur allgemeinen Vorstellung dieser Teletandem-Plattform. Diese Teletandem-Plattform ist eine virtuelle Arbeitsplattform, die für Schulen aus Deutschland und Frankreich gedacht ist. Alle Schulformen können auf dieser Plattform arbeiten. Deswegen haben wir vorhin die Frage gestellt. Also es ist egal, ob Sie an der Grundschule arbeiten, am College, am Lycée, an der Berufsschule, Realschule, Gymnasium, egal, auch selbst an der Förderschule.
Diese Plattform ist für Sie offen. Sie ist kostenfrei, selbstverständlich für alle Nutzerinnen und Nutzer, das heißt sowohl für Lehrer als auch für Schüler, und sie wird auch kostenfrei bleiben. Und diese Plattform ist ein Ort der Begegnung zwischen Schülern aus Deutschland und Frankreich. Das bedeutet konkret, Sie haben die Möglichkeit, auf dieser Plattform einen virtuellen Kursraum einzurichten, ein virtuelles Klassenzimmer. Und diesen Kursraum können Sie nur zu zweit einrichten. Das ist ein deutsch-französischer Kursraum. Ja, also in diesem Kursraum sind Sie gemeinsam mit Ihrer Partnerlehrkraft aus dem anderen Land verantwortlich. Und dort können Sie gemeinsam Aktivitäten anlegen, die dazu führen, dass die Schüler sich kennenlernen können, sich austauschen können, Materialien austauschen können und so weiter. Und sie melden dann ihre Schüler aus Deutschland und aus Frankreich in diesem Kursraum an. Diese Arbeitsplattform ist ein sicherer, ein geschützter Arbeitsraum. Sie ist nur mit Nutzerkonto und Passwort zugänglich. Und wenn Sie sich dort einen Kursraum anlegen, dann ist dieser Kursraum nur für Ihr Projekt. Also da kann niemand anders hereinschauen. Es sei denn, Sie legen einen Gastzugang an, weil Sie vielleicht möchten, dass die Eltern sich mal anschauen, was die Schüler dort machen. Das ist möglich, aber das ist dann Ihre Entscheidung. Grundsätzlich ist es ein geschützter Arbeitsraum. Was bietet jetzt diese Plattform an? Wir werden Ihnen gleich praktische Beispiele zeigen. Ganz allgemein, aber ein kurzer Überblick. In dieser Plattform finden Sie verschiedene Tools zur Zusammenarbeit. Das sind einmal Tools zu einer, die es Ihnen ermöglichen, synchron, das heißt zeitgleich zusammenzuarbeiten, so wie wir das heute tun. Ja, also das bedeutet, die Schüler verabreden sich an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit, sitzen vorm Rechner und machen zum Beispiel zusammen eine Videokonferenz, wo sie sich sehen können und miteinander sprechen können. Ja, oder einen Chat, wo sie eben schriftlich miteinander kommunizieren. Ja, diese Möglichkeiten bietet die Plattform. Das heißt, Sie können in Ihrem Kursraum so eine Videokonferenz oder einen Chat anlegen, mit einer bestimmten Aufgabenstellung natürlich immer dazu, und können dann das mit den Schülern machen. So ein Chat kann, so wie Sie es hier in diesem Bild sehen, 1:1 stattfinden. Ein Schüler aus Deutschland, ein Schüler aus Frankreich, die also an einer bestimmten Aufgabenstellung arbeiten. So ein Chat kann auch in einem Klassenformat stattfinden, momentan natürlich nicht, weil Sie nicht in der Schule sind. Aber hier können Sie das sehen. Da hat man eben hier das Chatbild projiziert übers Smartboard oder über einen Beamer. Und da kommen immer die Schüler in Zweiergruppen nach vorne und präsentieren etwas, das sie vorab im Unterricht vorbereitet haben. Ja, das ist also eine Möglichkeit der synchronen Zusammenarbeit. Wir haben aber auch Möglichkeiten asynchron, das bedeutet zeitlich versetzt zusammenzuarbeiten. Und hier zum Beispiel ein Forum. Forum ist Ihnen vermutlich ein Begriff. Geht es praktisch um einen Austausch, um eine Diskussion. Jemand postet etwas in einem Forum, entweder schriftlich oder auch mündlich. Man kann in diesen Foren auch Audioaufnahmen aufnehmen und jemand anders reagiert darauf. Ja, ist sehr schön, wenn man zum Beispiel sich über ein bestimmtes Thema diskutieren möchte. Wir werden Ihnen Beispiele von Forum gleich zeigen in den praktischen Anwendungsbeispielen. Glossar. Glossar ist vom Prinzip her eine Art Wörterbuch, das alphabetisch geordnet ist und wo Sie französische oder deutsche Begriffe einstellen können. Also man könnte zum Beispiel ein Glossar über die Schule machen. Aula, Medienzentrum, Sporthalle, was auch immer man da drin vorstellt, könnten die Schüler jetzt zum Beispiel die Aufgabe haben, diese Begriffe einzugeben, ein Foto von dem jeweiligen Ort einzustellen und eine Beschreibung in der Muttersprache oder in der Fremdsprache. Das müssten Sie als Lehrkraft entscheiden. Ein Glossar kann aber auch für andere Dinge genutzt werden. Also wenn Sie beispielsweise, ein Umweltprojekt machen, zum Beispiel, dann könnten Sie hier Begrifflichkeiten sammeln in beiden Sprachen, die Sie jeweils in den anderen Schülern erklären können. Ja, also das zum Thema Glossar als kleinen Eindruck. Ein Wiki ist ein Tool, eine Möglichkeit, wo man gemeinsam einen Text schreiben kann.
Wenn Sie ein Gedicht schreiben möchten, eine Geschichte schreiben möchten, ein Theaterstück schreiben möchten, immer Deutsch-Französisch, dann könnten Sie das im Tandem in so einem Wiki machen. Meinetwegen Vierergruppen, das immer zu viert an einer Geschichte geschrieben wird und dass zum Beispiel die Deutschen den ersten Teil schreiben, dann die Franzosen da den nächsten Teil schreiben und immer so im Wechsel so eine Geschichte, die dann aufeinander aufbaut. Als Beispiel, es könnte auch ein Gedicht sein, irgendetwas anderes. Ja, und in einem Wiki, das ist das Schöne, kann man den Text immer wieder verändern. Das heißt, wenn jetzt Ihre französischen Schüler auch in der Fremdsprache auf Deutsch schreiben sollen, dann könnten die deutschen Schüler diesen Text, den die Franzosen auf Deutsch geschrieben haben, korrigieren direkt im Wiki. Weil das ist ja die Idee von dieser Zusammenarbeit im Tandem, dass nicht der Lehrer die Texte korrigiert, sondern dass möglichst die Schüler sich untereinander korrigieren. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, Umfragen zu machen. Nicht nur Umfragen, wie hat euch diese Aktivität gefallen, sondern auch, was weiß ich, wenn Sie jetzt zum Beispiel Filme eingestellt haben, dass man so eine Jury macht, Film A, B, C und welcher hat die meisten Stimmen oder ähnliches. Wir werden Ihnen gleich, wie gesagt, praktische Beispiele zeigen. Das ist eigentlich unser der Hauptteil des heutigen Webinars. Eine weitere interessante Funktion ist, dass man externe Tools und Ressourcen einbetten kann. Sie können also diese Ressourcen, die ich hier oben vorgestellt habe, das sind Ressourcen, die Sie direkt in der Plattform finden. Nun gibt es natürlich sehr viele andere interessante Ressourcen. Sie möchten zum Beispiel ein Video aus YouTube in Ihren Kurs einfügen. Dann können Sie das machen, indem Sie dieses Video einbetten. Und das sieht dann wirklich so aus, als sei das direkt in dem Kursraum drin. Ja? Oder Padlet, das ist eine Aktivität, die Sie nachher auch kennenlernen werden und die Sie nachher auch selbst mal ausprobieren werden, können Sie eben auch direkt einbetten, sodass Sie nicht nur den Link einstellen und dann irgendwo extern dieses Padlet bearbeiten, sondern dass das Padlet direkt im Kursraum ist und direkt im Kursraum bearbeitet werden kann. Gibt es bis hierhin Fragen, Jens, oder die ich irgendwie beantworten soll, oder kann ich weitermachen? Ja, genau. Also zum einen ist eine Frage von U. Lange, die wissen möchte, ob die Teletandem-Plattform auch mit Referendaren und Referendarinnen deutscher und französischer Seite benutzt werden kann oder ausschließlich im Rahmen eines Schüleraustauschs. Ausschließlich im Rahmen eines Schüleraustauschs. Ja. Übrigens schreibt gerade jemand Jens, der Stefan oder Stefan Böttcher schreibt, wir können Jens Antworten nicht sehen im Chat. Musst du mal gucken, ob du vielleicht privaten Modus eingestellt hast. Ja, ganz genau. Ich habe jetzt mal ihn auch gefragt, welche Antwort oder welche Frage jetzt speziell ihn interessiert hat. Tatsächlich, also ich mache das ja jetzt auch das erste Mal. Tatsächlich ist es so, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich genau auf die Leute antworten kann, außerhalb des privaten Chats. Ja, du kannst unten alle Teilnehmer einstellen. Ja, aber dann ist ja nicht klar, auf wen ich genau. Ach so, ich verstehe. Ja, okay. Na gut, dann lass es uns einfach so machen, dass wir Fragen, die für alle interessant sind, dann vielleicht mündlich beantworten, so wie wir es jetzt gerade tun. Ja, genau. Eine Frage wäre jetzt noch, eine Teilnehmerin möchte wissen, warum sie ein Schloss, Pourquoi il a un cadenas derrière son nom, Rachel Foussereau. Wenn Sie auf dieses kleine Schloss klicken, dann können Sie einen privaten Chat mit jemandem starten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Frau Prüvot direkt ansprechen wollen, aber nicht möchten, dass Ihre Nachricht im Chat für alle erscheint, dann klicken Sie auf das Schloss hinter dem Namen und können dann eine private Nachricht schreiben. Das ist der Sinn von diesem Schloss. Okay, très bien. Ich hatte eine Frage gesehen, ob die Teletandem-Plattform so ähnlich ist wie, ist schon beantwortet, wie eTwinning. Ja, es ist so ähnlich. Na, es ist so ähnlich, aber es ist eine rein deutsch-französische Plattform. Alles auf dieser Plattform ist deutsch-französisch. Die ganze Oberfläche ist deutsch-französisch. Und es geht bei dieser Plattform vor allem auch ums Sprachenlernen. Na, das ist beim eTwinning ja nicht unbedingt so. eTwinning ist eine europäische Plattform, wo Sie eben auch Projekte mit mehreren Ländern machen können. Also meinetwegen deutsch-französisch, polnisch, serbisch. Dort steht
das Sprachenlernen nicht so sehr im Vordergrund, sondern sie haben dann bei solchen trilateralen oder bei solchen Projekten, wo mehrere Nationen daran beteiligt sind, haben sie immer meistens eine Brückensprache, zum Beispiel Englisch, und dort steht eben nicht das Sprachenlernen im Vordergrund. Bei unserer Teletandem-Plattform geht es wirklich um das Sprachenlernen, das heißt um das Lernen der französischen und der deutschen Sprache. Und unsere Logik ist komplett bilateral, also auch unsere Fortbildungen sind immer deutsch-französisch. Das ist bei eTwinning nicht so. Ja? Dort haben sie nationale Agenturen für eTwinning, die eben ihre Fortbildung regional und dann nur mit den Lehrern aus Deutschland oder aus Hessen von mir aus, nur mit den Lehrern aus Grand Est zum Beispiel organisieren. Das heißt, sie haben nicht, oder wie soll ich sagen, diese Idee der wirklich der Kooperation, der Zusammenarbeit, der Absprachen, der Gleichberechtigung steht bei eTwinning nicht so stark im Vordergrund, wie das bei Teletandem der Fall ist. Aber jetzt würde ich gerne mal zur Praxis kommen und praktisches Beispiel zeigen, wenn das okay ist. Und dafür würde ich gerne meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Also, ich möchte Ihnen jetzt in einem ersten Schritt alles, Sie meinen Bildschirm sehen können. Moment. Ah, da ist er. Jetzt müssten Sie auf Ihrem Bildschirm meinen Bildschirm sehen können. Und zwar möchten wir Ihnen jetzt ein paar praktische Beispiele für eine Arbeit, Zusammenarbeit zwischen einer deutschen und französischen Partnerklasse zeigen. Wir sind ja heute oder wir haben ja heute Lehrkräfte dabei, die aus ja, die in sehr unterschiedlichen Situationen sind. Einige von ihnen hatten vielleicht im Herbst schon eine Hinbegegnung, das heißt, die Schüler kennen sich bereits, sie haben vielleicht mit einer Projektarbeit schon gestartet. Andere und für die ist vielleicht das Kennenlernen jetzt nicht so interessant. Aber andere von Ihnen, die wollten jetzt im Frühjahr das erste Mal mit ihren Schülern nach Frankreich oder nach Deutschland fahren. Und Sie stellen sich vielleicht die Frage, Mensch, wie können sich die Schüler denn jetzt kennenlernen auf so einer Plattform? Was gibt es denn da für Möglichkeiten, für Ideen, für Kennenlernaktivitäten? Und deswegen würde ich gerne damit anfangen, mit Ihnen zwei Kennenlernaktivitäten zu zeigen. Und die eine können Sie hier sehen, steht es schon groß, Faire Connaissance. Ich möchte Ihnen kurz erklären, was die Idee dieser Aktivität war. Wir sind jetzt hier in einem Kursraum drin, ne? So sieht das für Sie aus, das alles, das Projekt hier hieß Großstadterfahrung im Wandel der Zeit, Expérience urbaine au fil du temps. Und die haben eben hier diese Kennenlernaktivität gemacht. Und die Idee dahinter war folgende. Sie sehen, wir haben einmal hier ein Forum und eine Bildergalerie. Das haben wir einmal für die deutsche Klasse und einmal für die französische Klasse. Und die Idee dahinter war folgende. Die Lehrer haben zunächst in diese Bildergalerie Fotos ihrer Schüler eingesteckt. Diese Fotos waren anonymisiert. Ja, Schüler 1 und 3. Ja, bitte. Entschuldigung. Hm? Ja? Da sind jetzt mehrere Teilnehmer, die sagen, dass sie nichts sehen. Aha, also bei mir steht aber, Sie teilen Ihren Bildschirm mit allen Teilnehmern. Also von meiner Seite sind die Einstellungen okay. Vielleicht betrifft das die Teilnehmer, die über dieses Webcast dabei sind, dass das vielleicht eine Einstellungsfrage ist. Vielleicht müssten Sie auch mal gucken, ob Sie oben in Ihrem Browser was aktivieren müssen, Flashplayer zulassen oder sowas. Kann ich jetzt auf die Ferne nicht sagen. Die meisten sehen es aber, ist das richtig? Ja. Ja, okay. Also die meisten können alles sehen. Dann ist es vermutlich, hängt es vermutlich mit den Einstellungen direkt an Ihrem Computer zusammen. Und da würde ich gucken oder Ihnen empfehlen, da nochmal zu gucken, ob Sie irgendwelche Einstellungen irgendwo ändern müssen. Vielleicht müssen Sie den Flash-Player aktivieren. Das könnte eine Fehlerquelle sein. Also, das war also die Idee. Die haben diese Fotos hochgeladen in anonymisierter Form. Das war Schritt 1. Das sind jetzt die deutschen Schüler, die Sie hier sehen können. Ne? Und dann haben die deutschen Schüler, jetzt gehen wir wieder zurück, in diesem Forum
sich vorgestellt. Also Sie sehen hier Jule, Pauline, Hazel, Tom, David, Moritz, die haben sich alle vorgestellt und zwar in Form einer Audioaufnahme. Ja, das sehen Sie hier. Also Jule hat jetzt praktisch hier eine Aufnahme eingestellt, in der sie sich auf Deutsch, weil das war die Aufgabenstellung in dem Fall, vorstellt. Das sagt sie also, hallo, mein Name ist Jule, ich wohne in Oldenburg und ich bin 13 Jahre alt und ich habe lange blonde Haare, meine Lieblingsfarbe ist blau, ich trage eine Brille oder was weiß ich oder wie auch immer. Ne? Ich habe eine Katze, ich spiele gerne Basketball, was auch immer. Und die Aufgabe der französischen Schüler, das war jetzt eine Hörverstehensaufgabe für die französischen Schüler, war, sich diese Aufnahme anzuhören, diese Aufnahme zu verstehen und dann in der Bildergalerie herauszufinden, wer entspricht denn jetzt dieser Beschreibung. Ne? Und hier sehen Sie die Antworten der lange blonde Haare hast. Und die Antwort wiederum, die musste jetzt auf Deutsch verfasst werden. Ja? Und Jule hat dann darauf geantwortet, ne, weil du grüne Augen hast und sportlich aussiehst. Und Jule hat dann darauf geantwortet, je ne suis pas la fille sur la première photo, je ne porte pas un foulard. Also da können Sie das sehen, das ist eine Form des asynchronen Austausches. Ja? Also der erste Schritt war, die Fotos hochladen, die Audioaufnahme machen. Der zweite Schritt war, diese Audioaufnahmen anhören und mit den Fotos in Verbindung setzen und dann antworten auf die Schülerin oder den Schüler, der das eingestellt hat. Das ist also hier ein Beispiel für eine Kennenlernaktivität, das ich Ihnen zeigen wollte. Ja. Das Foto hochladen, natürlich ist das legal. Das ist, wie gesagt, das können Sie so vergleichen, als würden Sie Fotos Ihrer Schüler in Ihrem Klassenraum aushängen. Wie gesagt, diese Fotos, die sehen nur die Schüler, die jetzt an Ihrem Austausch beteiligt sind. Ja, und das sieht niemand anders auf der Plattform. Ich sehe das jetzt, weil ich Administratorin der Plattform bin und ohnehin in alle Kursräume Zugang habe. Ich sehe das jetzt außerdem, weil das ein Gewinnerprojekt ist und diese Gewinnerprojekte werden veröffentlicht. Ja? Aber das ist nicht so, dass Sie diese Fotos jetzt irgendwo im Internet gucken, wenn Sie nach Jule Herrmann suchen. Ja? Sondern das ist im Prinzip vergleichbar, wie wenn Sie ein Foto bei sich im Klassenraum trotzdem ist es schon so, dass ich bei jedem Austausch immer wieder auch eine Einverständniserklärung der Eltern unterschreiben lasse, dass wir halt die Teletandem-Plattform benutzen dürfen oder dass ich sie benutzen darf mit den Schülern. Mhm. Und was dann auf der Plattform passiert, ist dann tatsächlich unter uns sozusagen. Da müssen Sie jetzt keine Angst haben, dass das von irgendwelchen Internetnutzern gefunden wird und veröffentlicht werden könnte. Vielleicht nochmal zu dem Einwand von Frau Jasper. Klar kann das passieren, dass die Schüler jetzt einen Screenshot machen und den irgendwo anders auf Instagram posten. Bloß das müssen sie mit ihren Schülern besprechen. Das kann immer passieren. Ne? Das müssen sie einfach mit ihren Schülern besprechen, dass sie da bestimmte Regeln festlegen, dass so etwas eben nicht gemacht wird. Ja, und vielleicht noch zu der Frage von Frau Voss. Ja, in diesem Falle, wir schauen uns die Aufgabenstellung jetzt mal an. In diesem Falle war es so, dass die Schüler sich in ihrer Muttersprache vorgestellt haben. Ja, also stelle dich in Form einer Audioaufnahme auf Deutsch vor. Das ist jetzt hier die Aufgabenstellung für die Deutschen. In der Aufgabenstellung für die Franzosen steht, stelle dich in einer Audioaufnahme auf Französisch vor. Ja, das ist aber eine interessante Frage, weil sich ja generell in so einem deutsch-französischen Projekt die Frage der Sprachverwendung stellt. Natürlich könnte man überlegen, oder anders, hier muss natürlich immer die Frage des Lernziels stehen. Und das Lernziel war in diesem Falle Hörverstehen für die Franzosen und für die Deutschen. Ne? Also praktisch, die Franzosen hören sich einen authentischen Text von einer deutschen Gleichaltrigen an, verstehen diesen und setzen den ins Verhältnis zu dem Foto und antworten dieser Schülerin dann auch auf Deutsch, ja, in der Fremdsprache. Man könnte überlegen, ob man es anders macht. Wir schauen uns gleich ein Beispiel an, wo es anders gemacht worden ist. Weil se présenter, das ist natürlich ein Thema, das die Schüler auch, das auch auf einem Anfängerniveau ganz gut umgesetzt werden kann. Und dann wäre aber die Zielstellung eben eine andere. Ne? Dann wäre es eine mündliche oder schriftliche Textproduktion in der Fremdsprache.
Also beides ist möglich. Für Sie stellt sich eben immer die Frage, wie im normalen Unterricht auch, was will ich? Ja, aber ist eine gute Überleitung. Wir schauen uns jetzt mal eine zweite Kennenlernaktivität an, hier aus einem anderen Kursraum. Und da ist die Aufgabenstellung eben gewesen, sich in der Fremdsprache vorzustellen. Ja. Sie sehen hier eine ganz andere Form der Umsetzung. Es wäre hier mal ein Beispiel, um ein externes Tool zu integrieren. Das ist hier mit Learning Apps gemacht. Also das Tool, was Sie hier benutzt haben, heißt Learning Apps. Und das haben Sie dann eingebettet in den Kursraum. Und die Idee war, einen Text zu schreiben in der Fremdsprache. Hallo, ich heiße Lena, ich bin 13 Jahre alt, ich wohne in Hagenau. Ich komme aus Kroatien und Frankreich. Ich habe ein Haus in Kroatien. Ich bin groß, ich habe blaue Augen, braune lange Haare, keine Brille. Ich habe eine Schwester, meine Schwester ist 15 Jahre. Ich habe keine Haustiere. Und jetzt müssen die Schüler, die deutschen Schüler in dem Falle, herausfinden, wer auf diesen Fotos denn jetzt Lena ist. Könnte sie sein. Probieren wir mal aus. Ah, und stimmt, klickt zusammen. Ne? So, gucken wir uns nochmal einen anderen an. Einen Jungen, vielleicht mal Loic, da gibt es ja nur zwei. Entweder ist er Loic. Jawohl, das ist Loic, 13 Jahre alt, aus Hagenau. Ja, das ist also ein anderes Beispiel für eine Kennenlernaktivität. Okay, dann muss ich kurz auf mein Planning gucken. Wollte ich Ihnen etwas anderes vorstellen, und zwar oder vielleicht gehen wir noch mal hier ganz kurz zurück. Sie haben es in der ersten Kennenlernaktivität gesehen und hier auch. Es geht immer darum, dass die Schüler etwas einstellen und die anderen dann reagieren, die anderen etwas machen damit. Das haben wir in dem ersten Fall gesehen mit diesen Audioaufnahmen, wo man das Bild zuordnen musste, und wir haben es hier auch gesehen. Ja, andere Ideen waren zum Beispiel, sich vorzustellen schriftlich und immer eine Lüge einzubauen. Und die anderen mussten dann raten, was denn jetzt die Lüge ist, zum Beispiel. Ja. Okay, dann würde ich Ihnen ein weiteres Beispiel zeigen wollen, wo es jetzt darum ging, die Familie vorzustellen. Und das würde ich Ihnen gerne hier in diesem Kursraum zeigen. Voilà ma famille, das ist meine Familie. Und hier haben die mit einem Padlet gearbeitet. Das ist auch ein externes Tool, das die jetzt nicht eingebettet haben, sondern nur verlinkt haben. Das kann man dann entscheiden, wie man es macht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier raufklicken. Und die Idee war hier, es dauert einen Moment, bis es lädt. Die Schüler haben hier kleine Videos hochgeladen, in denen sie sich vorgestellt haben. Ich werde das jetzt mal laufen lassen, sage Ihnen aber gleich, Sie werden keinen Ton hören. Ja, aber nur, dass Sie mal ungefähr einen Eindruck haben. Also Padlet ist ein sehr, sehr schönes Tool, das wir gleich auch zusammen mal ausprobieren wollen, weil Sie sehr viele Möglichkeiten haben auf Padlet. Sie können Fotos einstellen, Sie können Videos einstellen, Sie können Sachen verlinken, Sie können einen Text schreiben. Ne? Und hier stellt sich jetzt zum Beispiel gerade der deutsche Schüler vor und stellt jetzt hier seine Familie vor. Das ist also hier sein Vater, den er jetzt aufgenommen hat. Ne? Und jetzt stellt er seine Mutter Britta vor und jetzt stellt er auch gleich noch die Oma vor. Genau, jetzt kommt die Oma. Genau. Ja, also das jetzt hier als Beispiel, die eigene Familie vorzustellen. Ich will vielleicht nochmal auf eine Frage antworten, die ich gerade im Chat sehe, nämlich die Frage, ob man auch einen Austauschpartner auf Teletandem finden kann. Ja, das kann man. Wir haben eine Partnerbörse auf der Teletandem-Plattform im Lehrerzimmer, das zeige ich Ihnen nachher. Genau, und vielleicht auch noch zu der Frage, ob man Padlet bezahlen muss. Muss man nicht. Also es gibt auch die Möglichkeit, Padlet kostenlos zu nutzen, aber dann kann man eben nur 3 Padlets erstellen und muss dann, wenn man mehr Bedarf hat an mehr Padlets, eben die alten immer wieder überschreiben. Aber grundsätzlich, ganz genau, wie Frau Thibault das jetzt auch sagt, man kann die dann wieder überschreiben.
Ja, aber das ist eine tolle Sache mit so einem Pedal TV, die ich gleich schon, Jens. Ja, eine andere Möglichkeit ist natürlich, über mehrere Internetadressen mehrere Padlet-Kontos aufzumachen. Auch clever, genau. Kann man auch machen. Jetzt haben wir über Padlet gesprochen und jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Ich will Ihnen, bevor wir es praktisch machen, das einmal zeigen, wie das nachher im Kursraum aussehen kann. Ich habe hier einen Beispielkursraum eingestellt, habe ein kleines Foto gemacht. Das könnte jetzt auch ein Klassenfoto sein oder ein Foto von Ihrer Schule oder was auch immer. Ein Logo habe ich in dem Falle genommen. Und jetzt habe ich hier meine Kennenlernaktivität eingestellt. Und hier sehen Sie mal, wie das aussieht, wenn man so ein Padlet einbettet in den Kursraum. Das ist also wirklich hier drinnen im Kursraum. Und da kann ich jetzt direkt mit arbeiten, indem ich hier unten raufklicke und dann hier was reinschreibe. Padlet, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, kann man sich vorstellen wie so eine Pinnwand, auf der Sie so Zettel festkleben können. Ja? Und dann können Sie eben hier was reinschreiben. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde Ihnen jetzt mal den Link in den Chat stellen zu unserem Padlet, zu unserem Beispiel-Padlet. Und ich würde Sie bitten, auf diesen Link zu klicken. Dann öffnet sich in Ihrem Browserfenster dieses Padlet, was Sie jetzt hier in meinem Screensharing sehen. So, das ist der Link. Da klicken Sie jetzt drauf. Das öffnet sich jetzt in einem extra Browserfenster. Und dann können Sie selbst jetzt hier mal was reinschreiben und wir können dann jetzt hier im Kursraum verfolgen, was Sie so machen. Voilà. Also wir gucken einfach mal, klicken Sie mal auf den Link, der jetzt hier steht und dann posten oder stellen Sie mal selbst was ein. Es ist momentan so, ich hoffe, dass das jetzt klappt. Es ist so, aufgrund der hohen Nachfrage im Moment ist diese Seite manchmal überlastet, diese Padlet-Seite. Deswegen, wenn das nicht funktionieren sollte, werden wir uns jetzt nicht aufhalten, aber probieren Sie es ruhig mal aus. Testen Sie es ruhig mal. Und wenn das klappt, dann dürften wir gleich hier auf dem Screensharing sehen, was Sie eingeschrieben haben. Also die Idee war jetzt, dass Sie mal schreiben, an welcher Schule Sie arbeiten und wie Ihre Partnerschule heißt. Ganz einfach. Ja, da passiert schon viel, genau. Bloß, dass ich das jetzt, ja, und mit Verzögerung auch im Kursraum. Mhm. Genau. Aber sehen Sie, ja, prima. Ja. Schauen Sie, das haben wir jetzt hier schon, da können Sie das sehen. Ne? Also diese kleinen Zettel, die Sie jetzt hier angeklebt haben. Genau, klasse. Ne? Und so würde das funktionieren. Und das steht jetzt direkt in unserem Kursraum hier drin. Sie können ruhig ein bisschen weiter rumspielen. Ne? Genau. Ich könnte ja mal da hinzufügen, also es kam die Frage, ob es nur Padlet gibt oder ob es noch Alternativen zu Padlet gäbe. Ich weiß es zum Beispiel auf der Plattform Learning Apps gibt es auch so ein virtuelles Anschlagbrett. Das ist dann allerdings wirklich nur auf Text und Bild beschränkt, während man hier, das Tolle an Padlet ist eben auch, dass man nicht nur Text und Bilder teilen kann. Ne? Das ist ja ein kollaboratives Tool, wo wirklich jeder Zugang drauf hat. Ich meine, beziehungsweise das kann man dann auch noch parametrieren. Es sollte jetzt zum Beispiel so sein, dass nur Sie Ihre eigenen Posts verändern können und Sie allerdings die Posts der anderen Mitschüler sozusagen oder anderen Teilnehmer nicht verändern können. Ich sehe hier ein Hallo mit einem, also ein GIF ist das, glaube ich, das hier eingebettet wurde. Also man kann tatsächlich auch Bilder einbetten, aber auch Audios und sogar Videos. Das könnte ich mal eben zeigen. Ich würde einfach selber jetzt mal posten. Da müssten Sie mich vielleicht mal unten. Ich scroll mal nach unten, dass wir sehen. Ja. Moment. Kleinen Moment, wo bin ich denn? Also. Ach, da.
Hast du dich Also wenn, und zwar können, kann man nämlich auch auf die drei Punkte, die Sie unten, wenn Sie mal schauen, wenn Sie posten, dann haben Sie unten rechts drei Punkte. Und da könnten Sie dann halt sagen, Metranlinie, Metranlien, faire juste prendre une photo. Mais vous pouvez aussi vous filmer. Les élèves aussi peuvent se filmer avec, si vous avez un tablette par exemple, c'est une tablette, c'est très très facile, ou alors un ordinateur avec une webcam. Ce que j'ai fait avec mes élèves souvent, c'est les faire s'enregistrer avec la voix. Donc vous avez la fonction voice également pour pouvoir mettre la voix directement dans le post. Donc, pas besoin d'enregistrer des fichiers, sur les enregistrer sur le disque dur et après les télécharger. Tout va être directement fait sur la plateforme. Mmh. Et ça marche vraiment étonnamment bien, même s'il y a plusieurs élèves qui font ça en même temps. Mmh. Ja, das sieht man ja hier ganz beeindruckend. Ich hatte ein bisschen Probeaufnahme. Ja. Das ist genau. Ja auch ganz beeindruckend. Wir hatten, waren nicht sicher, ob das jetzt mit so vielen Teilnehmern tatsächlich funktioniert, aber wie Sie sehen können, funktioniert es wunderbar. Und ich sehe auch, dass Sie hier ein bisschen rumexperimentiert haben, Bilder hochgeladen haben und das ist jetzt hier. Jens, ist das hier deine Der Aufnahme? Ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht da. Okay. Manchmal hat das ein bisschen Verzögerung. Ne? Und das macht natürlich ein bisschen was her. Ne? Ah, da kommt's. Und da sehen Sie, also man kann Bilder hochladen links und eben auch kleine Videos. Das müssen wir finden. Da. Da ist es. Der Jens hier ein kleines Video reingestellt. Moment. So, gut. Da können wir mal gucken. Ah, es ist nur ein Audio gewesen. Okay. Eine Audioaufnahme. Okay. Les vidéos, ja, évidemment, ça dure, ça prend plus de temps, ça prend plus de bande passante. Donc, pour les vidéos, là, dans ces conditions, j'ai préféré mettre juste un audio. Ja. Sehr schön. Haben wir ein tolles Beispiel. Schön. Ich würde Sie jetzt allerdings bitten, wieder zurückzukommen in meinen Kursraum, also hier in unser Webinar zurückzukommen, damit wir uns jetzt nochmal ein weiteres Beispiel anschauen können. Und zwar möchte ich gerne... Jetzt hatten wir über Aktivitäten zur Vorstellung, zum Vorstellen gesprochen. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, eine Aktivität, wie die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig ihre Schulen vorgestellt haben. Und das haben die jetzt hier wieder direkt auf der Plattform gemacht, also nicht über ein externes Tool, wie jetzt eben mit dem Padlet, sondern hier direkt in der Plattform. Und zwar haben die hier Ordner angelegt, einen Ordner für das französische College und einen Ordner für das deutsche Gymnasium. Und die Schülerinnen und Schüler haben in diesen Ordnern jetzt ihre Schule vorgestellt. Wie? Das war ihnen freigestellt. Sie sehen, manche haben hier ein PowerPoint gemacht. Wir schauen uns gleich mal eins an. Manche haben das in Textform gemacht, manche als Bild. Wir schauen uns jetzt hier mal diesen Beitrag von Anne-Marie an und gucken mal, was sie hier gemacht hat. Ja? Also so hat sie praktisch jetzt hier ihr College vorgestellt, die verschiedenen Orte, die es im College gibt, die Kantine. Und ich kenne jetzt nicht im Detail die Aufgabenstellung, aber offensichtlich sollten sie ja praktisch drei Sätze in der Fremdsprache und einen Satz in der Muttersprache oder Ähnliches schreiben. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ne? So, die Kapelle, das Labor, die Klasse. Ja, das ist zum Beispiel jetzt hier eine Sache oder hier nochmal ein bisschen anders in Form einer Collage. Moment, jetzt ziehen wir es mal hier rüber. Er hat hier so eine kleine Collage gemacht, wo er beschreibt, wo die Schule liegt
und Klassenraum und die Halle, das Foyer vermutlich. Ja. Hier war die Aufgabenstellung offensichtlich in der Fremdsprache zu schreiben. Ja. Und die Deutschen haben eben das gleiche gemacht für ihre Schule und haben das dann eben in diesem Ordner hier getan. Aha, genau. Ja, das also hier als Beispiel, wie man die eigene Schule vorstellen kann. Und genau, Jens, dann bist du dran. Dann kannst du jetzt auch mal eine Aktivität vorstellen, die du selbst mit deinen Schülern gemacht hast und wo es darum ging, sich auszutauschen zum Thema Musik. Vielleicht erzählst du einfach ein bisschen, genau, was ich gemacht habe. Donc effectivement, la pour cette activité, j'avais choisi aussi le Padlet. Donc, on a fait deux Padlets, un pour les Français où les élèves français, donc non, devaient mettre des clips vidéo de leur groupe ou interprète préféré, en s'adressant aux Allemands, en disant voilà, ça c'est nos musiques du moment, et les élèves allemands ont fait la même chose. Après, je leur ai demandé donc de choisir, donc d'écouter les chansons de l'autre groupe. Et donc, les élèves français, chaque élève devait choisir une chanson qui lui plaît, hein, une des chansons proposées par l'ensemble du groupe allemand. Et à ce moment-là, demander à son chorus de présenter la chanson dans la langue cible. Alors, encore une fois, l'élève français choisit une chanson allemande, et après, c'est donc le chorus ou la chorus allemand ou allemande qui va, en français, expliquer la chanson. C'est-à-dire, là, je leur ai donné un document avec des questions auxquelles il fallait répondre. Quel est ce groupe? Depuis quand? Est-ce qu'ils jouent ensemble? Ils sont connus pourquoi? Et puis aussi, de quoi parle la chanson? Ils devaient donc, après, présenter la chanson en vidéo à leur correspondant. Hein, donc là, vous avez à l'écran l'exemple des deux chorus, hein, qui ont pu s'échanger les vidéos à l'intérieur d'un forum, mais qui était un forum privé. Donc on peut tout à fait, sur la plateforme, isoler les binômes, faire en sorte qu'ils aient la possibilité d'échanger des choses que les autres ne sont pas obligés de voir, hein, donc au contraire, ou qu'on aimerait bien garder entre nous, et donc de cette façon, donc créer aussi un peu d'intimité à l'intérieur de cet espace accessible à tout le monde. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel. Ihr habt euch jetzt hier zum Thema Musik ausgetauscht, aber das könnte man natürlich auch zu jedem anderen Thema machen. Meine Lieblingsfilme, meine Lieblings-YouTuber von mir aus, Bücherbörse oder was auch immer. Genau, das ging jetzt die Frage, ob die Lehrer denn jetzt auf dieses Privatforum Zugang haben. Das ist tatsächlich so, das sagen wir auch den Schülern, ne, dass die Lehrer, die dürfen überall hin. Also das ist, es gibt eben verschiedene Rollen, so wie wir jetzt hier in diesem Webinar eben auch verschiedene Rollen haben. So kann man eben auf der Plattform auch verschiedene Rollen geben, so dass die Schüler nicht so viel als Lehrer, als Administratoren können dann eben auch haben dann eben auch Zugang auf diese in diese Gruppenforen. Aber diese technischen Fragen, also zum Beispiel, welche Rollen es auf der Plattform gibt, wie genau man jetzt ein Padlet einbettet, wie man überhaupt eine Aktivität anlegt, das können wir heute nicht behandeln. Dafür würden wir wahrscheinlich dann nach Ostern nochmal ein extra Webinar machen.
Ja, heute geht es wirklich mehr darum, so ein bisschen die Bandbreite zu zeigen an den Dingen, die möglich sind. Aber guter Hinweis, Jens, also zu diesen verschiedenen Rollen. Sie als Lehrer sind derjenige, der die Aufgaben anlegt und der eben auch entscheidet, was die Schüler in diesen Aufgaben machen dürfen und was nicht. Genau. Ja, und vielleicht auch ganz kurz Antwort auf den Herrn oder Frau Lange, weiß ich jetzt nicht. Natürlich können die Schüler auch privat sich austauschen, außerhalb der Plattform. Mhm. Aber jetzt ging es uns Lehrern natürlich schon darum, auch zu gucken, ob sie denn auch die Aufgabe realisieren, die wir machen. Und dann ist es natürlich gut, wenn das auf der Plattform eben auch passiert. Okay, gut. Dann möchte ich Ihnen einen nächsten Schritt zeigen, wie Sie sich jetzt eigentlich ein Nutzerkonto anlegen auf unserer Teletandem-Plattform. Das hier ist unsere Teletandem-Plattform. Ja, das ist, also ich stelle nochmal den Link ein. Da können Sie direkt raufgehen und können, wenn Sie möchten, auch die nächsten Schritte jetzt direkt mit mir zusammen machen. Das ist sozusagen die Plattform von außen. Jetzt sehen Sie noch nicht, was da drin ist und welche Kursräume da sind, sondern das ist von außen. Sie haben die Möglichkeit, hier oben Ihre Sprache zu wählen, ob Sie die Sprache lieber auf Deutsch, auf Englisch oder auf Französisch haben möchten. Ich möchte meine Oberfläche jetzt auf Deutsch haben. Jetzt sehen Sie hier oben diese ganzen Sachen, Anmeldename und Kennwort und so ist jetzt auf Deutsch. Wenn Sie sich jetzt ein neues Konto anlegen, klicken Sie einfach hier auf Neues Konto anlegen, Créer un compte utilisateur. Dann öffnet sich hier so ein Formular, das Sie ausfüllen. Sie überlegen sich einen Anmeldenamen, was weiß ich, Christiane B. oder Christiane Behling oder wie auch immer. Und überlegen sich ein Kennwort, das hier diesen Vorgaben entsprechen muss. Und hier müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben, Vorname, Nachname. Bitte wählen Sie das, ist es kein Pflichtfeld, aber bitte wählen Sie das Land aus und die Stadt. Das ist einfach für uns immer aus statistischen Gründen sehr interessant. Und dann auch, an welcher Schule Sie sind und so weiter. Und dann müssen Sie hier die Sicherheitsfrage beantworten und können hier noch müssen den Datenschutzrichtlinien zustimmen und klicken dann hier auf neues Nutzerkonto anlegen. In dem Moment, wo Sie das gemacht haben, erhalten Sie eine automatische Nachricht vom System, steht, Sie haben sich jetzt ein Nutzerkonto auf der Teletandem-Plattform angelegt und das sind Ihre Zugangsdaten. Und mit diesen Zugangsdaten können Sie sich dann hier übers Login anmelden. Ich mache das jetzt mal. Gebe ich mein Passwort ein, klicke auf Login und dann bin ich praktisch drin. So, bin ich jetzt in diesem Gebäude drin. Möchte ich nicht speichern. Wie findet man sich jetzt hier zurecht auf dieser Teletandem-Plattform? Wenn Sie jetzt das erste Mal in diese die Datenschutzrichtlinien bestätigen. Da erscheint dann hier so ein Text und dann müssen Sie einmal auf Zustimmen klicken und dann kommen Sie auf diese Übersicht. Nun, ich habe jetzt hier zwei Kursräume zu stehen, nämlich das Lehrerzimmer und den Supportraum. Wenn Sie jetzt aber das erste Mal sich in diese Plattform einloggen, dann ist dieses Feld hier leer. Da ist nichts, da finden Sie nichts, weil Sie sind ja noch nicht eingeschrieben in einen Kursraum. Sie sind zwar jetzt in der Plattform drin, aber das können Sie sich so vorstellen, als wenn Sie jetzt in ein Schulgebäude hineingehen und Sie sind jetzt im Foyer. Und jetzt gibt es ganz viele Räume überall. Sie haben aber noch keinen Schlüssel zu irgendeinem Raum. Deswegen kommen Sie noch nirgendwo rein. Und jetzt müssen Sie sich erst einmal orientieren. Wo müssen Sie jetzt hin? Und hier würde ich Ihnen als Lehrkräfte empfehlen, zuerst einmal in unser Lehrerzimmer zu gehen. Das Lehrerzimmer finden Sie entweder über diese Home-Seite oder über die Kursübersicht. Gehen wir jetzt auf Home und da finden Sie jetzt die Übersicht über alle, das ist die ganze Kursliste von allen. Ah, wir haben sogar einen Kurs zum Coronavirus. von allen Kursräumen, die es auf unserer Plattform gibt. Ganz viele. So. Und für Sie in dem ersten Schritt ist interessant, Sie kommen erstmal zu uns ins Lehrerzimmer.
So, das finden Sie hier. Und wie Sie sehen, dieses Lehrerzimmer ist ausschließlich für Lehrkräfte gedacht, nicht für Schüler. Wir haben ja hier sowohl Lehrer auf der Plattform als auch Schüler auf der Plattform. Die Schüler sollten nur in ihren Projekträumen drin sein und Sie als Lehrer sind in dem Lehrerzimmer und im Projektraum drin. Und da klicken Sie jetzt hier rauf. Und wenn Sie das erste Mal zu uns ins Lehrerzimmer kommen, dann müssen Sie, öffnet sich nochmal ein Formular, ganz ähnlich wie das Anmeldeformular zum Nutzerkonto. Weil da müssen Sie dann ausfüllen, welche Fächer unterrichten Sie, an welcher Schule unterrichten Sie, Name der Schule und so weiter. Weil ich möchte ja verhindern, dass jetzt Hinz und Kunz in dieses Lehrerzimmer kommt. Ich möchte ja wirklich, dass nur Lehrkräfte in dieses Lehrerzimmer kommen. Und deswegen müssen Sie sozusagen einmal anklopfen an die Tür und ich mache dann auf und lasse Sie hinein. Also ich bekomme dann in dem Moment, wo sich jetzt Frau Lange von mir aus dem Lehrerzimmer anmeldet, bekomme ich eine Nachricht. Frau Lange hat sich möchte in das Lehrerzimmer und dann kann ich das freigeben oder auch ablehnen. Ja, wenn also offensichtlich ist, dass es sich um Schülerprofil handelt, dann lehne ich das natürlich ab. So, jetzt gehen wir mal ins Lehrerzimmer rein und gucken uns an, was Sie da alles finden können. Also, hier finden Sie verschiedene Bereiche, die sehen immer so wie Fenster aus. Das sind 5 Fenster, die Sie hier finden. Ein ganz, ganz wichtiges Fenster ist natürlich unser Support-Fenster. Und zwar finden Sie hier in unserem Plattform-Support ein Nutzerhandbuch für diese Plattform. Dieses Nutzerhandbuch steht in 2 Sprachen zur Verfügung, auf Deutsch und auf Französisch. Das ist ein PDF-Format. Das können Sie sich auch runterladen oder ausdrucken, wenn Ihnen das lieber ist. Und dort ist wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie lege ich einen Kursraum an? Wie schreibe ich die Schüler in meinen Kursraum ein? Wie lege ich eine Aktivität an? Wie konfiguriere ich so eine Aktivität? Ja, also diese ganzen technischen Fragen, auf die wir heute gar nicht eingegangen sind, die finden Sie beantwortet in diesem Nutzerhandbuch. Dann gibt es so FAQ, also so Fragen, die immer wieder auftauchen. Und dann finden Sie hier auch eine Ideensammlung für Aktivitäten. Ja, also genau, wo Sie sich einfach inspirieren lassen können. Ne? Dann finden Sie ganz viele Video-Tutorials, zum Beispiel zu den Fragen der verschiedenen Rollen. Die Frage wurde jetzt hier gestellt, auch im Webinar, wie man sein Profil beantwortet, wie man Wiki benutzt und so weiter. Das ist alles nochmal als Video-Tutorial hier dargestellt. Und Sie finden auch noch weitere Werkzeuge. Es gibt auch einen direkten Support, eine persönliche Support-Adresse, die Sie dann, wenn Sie gar nicht weiterkommen, auch anschreiben können. Ich möchte Ihnen aber hier auch noch ein weiteres interessantes Tool zeigen, nämlich dieses Forum. In dieses Forum, das ist ein Austauschforum für Sie als Lehrer. Und da würde ich, wenn Sie jetzt wirklich sagen, Mensch, wir haben doch jetzt im Webinar das Padlet kennengelernt. Wie kann ich denn jetzt so ein Padlet in meinen Kursraum einbetten? Dann stellen Sie gerne diese Frage hier in diesem Forum, weil es ganz sicherlich andere Lehrkräfte gibt, die auf der Plattform unterwegs sind, die das können, die wissen, wie das geht und die Ihnen vielleicht hier ein kleines Erklärvideo von YouTube verlinken können. Ja, also versuchen Sie ruhig auch, sich untereinander zu helfen. Es muss nicht immer über den Support gehen, sondern versuchen Sie ruhig auch, sich untereinander zu helfen. Das können auch Fragen sein wie, Mensch, ich will nächstes Jahr mit den Schülern nach Heidelberg fahren. Wer kennt denn da eine günstige Unterkunft, die wir nehmen können? Oder was weiß ich, wir machen ein Projekt zum Thema Umwelt. Mir fehlt noch eine gute Idee für ein, was weiß ich, für irgendein, was weiß ich, eine Kennenlernaktivität oder so. Hat nicht jemand eine Idee und kann mich ein bisschen mit mir darüber sprechen. Also tauschen Sie sich gerne auch hier aus in diesem Forum. Dann wurde die Frage vorhin gestellt, ob man auch Partner finden kann. Die allermeisten von Ihnen, die heute hier im Webinar sind, denke ich, haben einen Schulpartner. Ja? Aber wenn das nicht der Fall ist, dann können Sie hier in diese Partnerbörse schauen und entweder selbst eine kleine Anzeige hinterlassen oder aber die bereits existierenden Anzeigen durchlesen und die Lehrer dann direkt ansprechen. Dann hier oben nochmal eine Information zur Schülerregistrierung. Wichtig, hier oben rechts finden Sie den Onglet einen Kursraum eröffnen, ouvrir une salle de cours.
Sie haben ja jetzt, wir gehen jetzt davon aus, Sie haben eine Partnerschule in einem anderen Land mit einer Partnerklasse. Sie wollen einen Austausch zusammen machen und müssen ja jetzt praktisch einen eigenen Klassenraum eröffnen für Ihre beiden Klassen. Und das machen Sie eben hier im Lehrerzimmer, indem Sie hier auf diesen Onglet klicken und dann öffnet sich so ein Formular, das Sie dann ausfüllen können. Hier geben Sie zunächst einen Kursnamen ein, zum Beispiel Umweltprojekt Schwerin-Reims von mir aus oder was auch immer, ne? Pièce de Théâtre le Danger du Coronavirus oder keine Ahnung, was auch immer Ihr Projekt ist. Da brauchen Sie so einen Kurznamen, das ist nur eine Abkürzung praktisch. Und können hier gerne kurz Ihr Projekt beschreiben, was Sie vorhaben. Das reicht in Stichpunkten. Interessant für mich ist immer, welches ist Ihre Schule, welches ist Ihre Partnerschule und in drei Sätzen, was Ihr Thema ist. Und dann ganz wichtig hier unten den Namen Ihrer Partnerlehrkraft. Wenn Sie jetzt zu zweit so einen Kursraum eröffnen wollen, muss dieser Antrag nur von einer Person ausgefüllt werden. Also ich fülle jetzt diesen Antrag aus. Der Kursraum ist aber für mich und meine Partnerlehrkraft. Und dann muss ich hier in dieses Feld hineinschreiben, wer meine Partnerlehrkraft ist, zum Beispiel Jens Dünsing. Und dann klicke ich hier auf Kursraum eröffnen. Dann kriege ich also persönlich als Administrator jetzt wieder eine Nachricht. XY möchte einen Kursraum eröffnen. Ich gebe dann diesen Kursraum frei und trage Ihre Partnerlehrkraft dann in der Lehrerrolle auch direkt ein. Es werden Kursraumanfragen ohne Partnerlehrkraft werden abgelehnt, weil, wie ich schon eingangs sagte, ist die Idee, dass das ein Ort der Begegnung ist zwischen zwei Partnerklassen. Es können auch drei Lehrer sein, weil, wenn Sie zum Beispiel meinetwegen Deutschlehrer, Französischlehrer und Geschichtslehrer sind, weil Sie ein Geschichtsprojekt machen oder Ihr Referendar ist dabei oder wer auch immer, das ist kein Problem. Ja, also mehrere Partner gehen auch, aber es muss eben mindestens ein Partner sein. Genau. Interessant, oder was ich Ihnen noch zeigen möchte, wir sind gut in der Zeit, Jens, wir sind gut in der Zeit. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, ist sind unsere Lernmodule Interaktion. Was genau ist das? Was verbirgt sich hinter diesem Wort Interaktion? Wir klicken da mal auf. Das sind fertige Lernmodule, die Sie direkt in Ihrem Kursraum integrieren können. Ja, wir haben uns vier Thematiken überlegt, Thematiken, die ja einfach häufig vorkommen, nämlich einmal die Thematik Atable, Essen ist fertig, zum Thema Lebensmittel, Essen, Essgewohnheiten und so weiter. Dann Thema Will à vivre, Will à rêver, also über meine Stadt. Wo lebe ich? Wie lebe ich? Lieblingsorte in meiner Stadt? Wie sieht die Stadt meiner Träume aus? Oder dann hier auch Familie und Freunde, na, wo ich meine Familie vorstelle, Geburtstagskalender und so weiter. Oder dann auch ein Modul zum Thema mein Leben und meine Zukunft. Also was möchte ich gerne mal werden? Wie stelle ich mir mein Leben in 20 Jahren vor und so weiter? Wir schauen hier einmal rein in so ein Modul, dass Sie eine Vorstellung haben, wie das aussieht. Sie haben hier zum einen die Lehrerecke, die ist in jedem Modul gleich. Und dann haben Sie ja zwischen 4 und 6 Aktivitäten in jedem Modul drin. Jede Aktivität ist jetzt wieder hier in so einem Fenster, ne? Und das sind fertige Aktivitäten, die Sie benutzen können, ne? Und die Sie praktisch nicht selbst kreieren müssen, sondern die Sie so praktisch kopieren können und in Ihren Kursraum einfügen können. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte hier au menu aujourd'hui, nehmen wir mal das. Dann können Sie sich das anschauen. Und die Idee hier ist, jetzt muss ich selber mal reingucken. Aha, also hier sind praktisch Videos eingebettet von Eduk Arte. Das ist einer unserer Partner im DFJW. Und die Schüler sollen sich jetzt diese Videos anschauen. Die Franzosen schauen sich die Videos auf Deutsch an und die Deutschen schauen sich die Videos auf Französisch an. Und in diesen Videos geht es um Essgewohnheiten. Also es geht zum Beispiel um koscheres Essen oder um wie isst man in Indien oder so. Also Essgewohnheiten und welche Einschränkungen und warum
zum Beispiel Moslems kein Schweinefleisch essen. Sowas ist hier erklärt. Und hier geht es darum, es ist eine Hörverstehensaufgabe, das zu verstehen und sich wichtige Begriffe zu notieren, weil in der nächsten Aktivität eine mit diesen Begriffen eine Carte mentale, also eine Mindmap gezeichnet werden soll. Das machen die Schüler selbst. Das heißt, die Franzosen machen ein Mindmap mit deutschen Begriffen und die Deutschen machen ein Mindmap mit französischen Begriffen und stellen die dann hier in diese Bildergalerie ein. Und dann gibt es zwei Foren, ein französisches Forum und ein deutsches Forum, und Franzosen stellen in ihr Forum ein, was sie zum Beispiel aktuell essen. Also Beispiel, in Deutschland gibt es ja immer die Spargelzeit. Und dann steht auf jeder Karte Spargelgerichte. Spargel, Spargel, Spargel. Und das ist zum Beispiel, finde ich, so eine typisch deutsche Sache. Oder jetzt steht Ostern vor der Tür. Gibt es vielleicht Osterspezialitäten, Osterzopf oder irgendetwas, was typisch ist in der eigenen Familie, und das könnte man dann hier einstellen, vielleicht das Rezept dazu posten, ein Bild dazu posten oder ähnliches. Ja, und die Franzosen würden das machen und die Deutschen würden das machen. Jetzt kam hier die Frage, ob ein Schwierigkeitsgrad angegeben worden ist. Dazu möchte ich Ihnen die Lehrerecke zeigen. Sie haben hier in dieser Lehrerecke ein Document d'accompagnement aux activités de ce module. Das gucken wir uns mal an, ein Begleitmaterial zu diesem Modul. Moment, es dauert einen Moment, bis sich das öffnet. So. Na, ich muss das einmal hier rüberziehen. So. Sie finden zu jedem Modul hier so ein Begleitmaterial. Und ich mache das mal ein bisschen größer. Sehen hier die einzelnen Aktivitäten, die Sie in diesem Modul finden. Und dann zu jedem Modul auch den Schwierigkeitsgrad angegeben. Ja, das, also was wir jetzt gerade gesehen haben, ist relativ einfach. Es gibt auch anspruchsvollere Aufgaben. Teilweise sind die Abstände hier sehr groß. Ne? Warum ist das so? Weil Sie natürlich die Aktivitäten in sehr verschiedenen Schwierigkeitsgraden gestalten können. Also Sie können ja... zum Beispiel bleiben wir bei dieser Aktivität Empfehlung des Tages, aujourd'hui. Sie können einfach nur den Namen Ihres Gerichts einschreiben und ein Foto dazu posten. Das wäre ziemlich einfach. Wenn jetzt die Schüler aber weitergehen möchten, dann können sie vielleicht auch das Rezept dazu schreiben, können beschreiben, wie das schmeckt, warum das ihr Lieblingsgericht ist und ähnliches. Ne? Und das ist natürlich dann sprachlich schon wieder sehr viel anspruchsvoller. Deswegen ist es hier relativ breit, sind diese Aktivitäten relativ breit gefächert. Ja, genau. So viel dazu. Sie finden im Support-Bereich, das will ich gleich nochmal zeigen, ein Videotutorial dazu, wie Sie diese Interaktion-Module einbetten. Ich zeige es Ihnen ganz kurz. Und zwar haben Sie hier, das sind die Module selbst. Die können Sie sich anschauen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was ist denn eigentlich in dem einzelnen Modul drin, welche Aktivitäten werden da vorgeschlagen, ist das interessant für meine Schüler, ja oder nein, möchte ich davon was machen. Und wenn Sie sagen, das ist interessant für mich, dann können Sie das Modul hier runterladen in Form einer MBZ-Datei. Laden diese MBZ-Datei auf Ihren Desktop oder auf Ihren Computer und können dann diese MBZ-Datei in Ihrem Kursraum, den Sie über dieses Formular Kursraum angelegt haben, einstellen. Ja? Und können dann, das möchte ich vielleicht auch nochmal zeigen, wenn Sie jetzt so zum Beispiel sagen, also à table, naja, das ist ja alles gut und schön, aber eigentlich interessiert mich nur diese eine Aktivität, die anderen vier möchte ich gar nicht machen, dann haben Sie die Möglichkeit, in Ihrem eigenen Kursraum diese anderen vier Aktivitäten, die Sie nicht machen möchten, zu löschen.
Also wenn Sie diese Aktivitäten, dieses Modul einmal in Ihren Kursraum integriert haben, dann können Sie damit machen, was Sie möchten. Sie können Aktivitäten löschen oder unsichtbar machen. Sie können Aktivitäten bearbeiten, wenn Sie jetzt sagen, also die Idee finde ich gut von der Aktivität, aber ich würde die Aufgabenstellung noch mal ein bisschen anpassen, dass sie für meine Schüler besser passt, dann ist das möglich. Ne? Weil Sie ja in Ihrem eigenen Kursraum diese Lehrerrolle haben und in dieser Lehrerrolle alles bearbeiten können, ja, alles verändern können, so wie das für Sie dann entsprechend passend ist. Genau. Jetzt gucken wir noch mal zurück ins Lehrerzimmer, ob da noch was Interessantes ist. Ansonsten könnten wir auch erstmal noch ein paar Fragen machen, wenn es welche gibt, Jens. Ja, es gibt da eine Frage von Roland Girardin Lampert, que je n'ai pas tout à fait saisi. Donc là, je vais demander de préciser éventuellement l'anonymat des projets. Donc effectivement, là, si je comprends bien la question, est-ce qu'on est obligé d'avoir un projet déjà pour pouvoir profiter de la plateforme Teletandem? C'est-à-dire que derrière la plateforme, il y a aussi une philosophie quelque part, en tout cas une démarche que l'OFAGE met en avant, une démarche pédagogique qui est effectivement la pédagogie du projet. C'est vrai que moi, quelque part, cette façon de travailler, c'est un peu grâce à l'OFAGE d'ailleurs que je suis venu au projet d'échange, parce que j'ai vraiment constaté que la qualité de l'échange est autre quand on ne fait pas que une rencontre, un programme culturel, mais si en plus on met les élèves ensemble, on leur permet de réaliser quelque chose ensemble, d'avoir un objectif, d'avoir un produit fini, et si possible dans une démarche où effectivement les Français aident les Allemands aident les Français dans une philosophie de tandem. Donc là, c'est un plaidoyer pour la pédagogie de l'échange, et c'est ça qui va faire vivre votre plateforme aussi. C'est parce que vous avez quelque chose à faire et pas seulement des activités pour s'amuser ou pour faire connaissance. Aber ich möchte trotzdem noch mal was sagen zu dieser Frage von Roland. Wir kontrollieren nicht, was Sie in dem Kursraum machen. Nein. Sie arbeiten in diesem Kursraum, so wie Sie in Ihrem Klassenraum haben. Sie machen da, was Sie wollen. Ja, das kontrolliere ich nicht. Überhaupt nicht. Ich kontrolliere lediglich in dem Moment, wo Sie einen Kursraum eröffnen möchten, ob Sie eine Partnerklasse haben und eine Partnerlehrkraft. Das ist alles, was ich kontrolliere. Was Sie nachher inhaltlich in dem Kursraum machen, das kontrolliere ich nicht. Ja, das ist Ihre Sache. Ja, Sie sehen hier, ich will Ihnen das vielleicht nochmal zeigen, die Bandbreite, die das auch haben kann. Wir haben hier was zum Thema Geschichte, wir haben hier was zum Thema Corona, vorstellende Heimatstädte, Ernährung und Gesundheit, Hobbys, Gesellschaft und Kunst, ja, Sport, Thema Sport. Also alles ist möglich. Und da gibt es von uns überhaupt keine Restriktionen oder Vorgaben. Und ich will Ihnen das auch mal zeigen, weil ich vorhin sagte, diese Kursräume sind nur für Sie. Wenn ich jetzt hier rein möchte, das kann ich gar nicht. Sie können sich nicht in diesen Kursraum einschreiben. Warum nicht? Weil ich kein Schüler bin in diesem Kursraum, weil ich kein Lehrer bin in diesem Kursraum. Ja, ich bin jetzt eben auch über einen ganz normalen Zugang drin, nicht über meinen Administratorenzugang, sonst könnte ich das. Aber jeder andere kann nicht in Ihre Kurse rein. Ja, und deswegen, da ist die Tür zu und Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie der Meinung sind, Sie haben ein tolles Projekt gemacht, ein richtig super Projekt, auf das Sie, dann können Sie sich einmal im Jahr für unseren Teletandem-Förderpreis bewerben. Und dann schauen wir uns natürlich genau an, was Sie gemacht haben in dem Kursraum. Aber nur dann, ansonsten nicht. Ja?
Genau. Est-ce que c'est obligé que le partenaire sur Teletandem soit le même que dans le réel? Oh. Ja, das wäre sinnvoll. Nee, also die Frage, moi je comprends la question autrement. Okay. C'est-à-dire, si on a des partenaires avec un échange réel, est-ce qu'en plus, on peut aussi ouvrir une plateforme Teletandem pour mettre des projets, mener des projets en parallèle? Et ma question, c'est oui, bon, oui, c'est oui, ça, oui. En D'accord. Fait. Hein. Mm-hmm. On peut avoir des échanges virtuels à côté des échanges réels. Au contraire. Ok, tu as raison. Moi, j'avais mal compris. Mais oui, effectivement, pourquoi pas. Vous pouvez faire votre échange normal et en plus, peut-être un échange sur Teletandem avec un autre partenaire. Ça serait tout à fait possible. Ja. Genau. Gibt es weitere Fragen zu Teletandem? Wir sind eigentlich so mit dem, was wir Ihnen vorstellen wollten, eigentlich durch, oder Jens? Oui, tout à fait. Donc là, c'est le moment de poser des questions, de donner des commentaires. Là, pour répondre juste à monsieur ou madame Lange, je ne sais toujours pas. Ich glaube, es ist Ulrike Lange, ne? Von der Zeitung, Ulrike? Französisch heute, oder? Ok. Uh-huh. Oder? Attendez, elle est en train de répondre. Ja, genau. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Ja, Frau Taleb, Sie können auch zwei Klassenräume eröffnen. Wir hatten ja vorhin den Fall, dass Sie auch an verschiedenen Schulen unterrichten. Und Sie könnten natürlich Sie haben ja unter anderem auch mehrere Deutsch- oder Französischkurse. Und selbstverständlich können Sie auch für jeden Ihrer Kurse, für jedes Ihrer Projekte einen Kursraum eröffnen. Ach so, Sie meinen, Sie haben Schüler in demselben Kurs, aber mit unterschiedlichen Niveaus. Na, das würde ich nicht so machen. Da würde ich tatsächlich eher einen Kursraum machen und dann aber vielleicht zwei Aktivitäten mit verschiedenen Schwierigkeitsniveaus. Oder wie siehst du das, Jens? Ça dépend un petit peu du nombre de participants. Est-ce qu'il y a vraiment des choses en commun? Ou est-ce que ce sont deux projets différents? Donc, moi, je ferais en tout cas un cours par projet. Hein. Après, si à l'intérieur du projet, par moment, les élèves travaillent sur plusieurs sujets, thématiques, là, à l'intérieur, on peut faire des rubriques hein, qui sont réservées peut-être plutôt à un groupe qu'à un autre. Et que les autres peuvent éventuellement regarder, mais voilà, ça dépend un petit peu de ce que vous avez envie de réaliser ensemble. Jens, da kam eine Frage, die sicherlich viele interessiert, von der, jetzt muss ich gerade mal gucken, von der Katharina Niggemeier. Ich frage mich, wie man das Projekt in den Unterricht integrieren kann. Hat da jemand Erfahrung? Du hast Erfahrung, Jens. Vielleicht kannst du die Frage beantworten. Ja, kommt natürlich auch drauf an. Sind jetzt alle Schüler in der Klasse an dem Austauschprojekt beteiligt? Meistens ist das ja nicht der Fall. Sollte man, also man muss auf jeden Fall auf beiden Seiten, il faut être souple, hein, des deux côtés. À cette condition-là, oui, on peut l'intégrer, mais c'est plutôt rare. Moi, c'est vrai que j'ai la chance, en fait, d'avoir des heures supplémentaires pour réaliser les projets, pour les préparer et pour travailler avec les élèves sur la réalisation des projets, la préparation de l'échange. Et ma collègue en Allemagne, elle propose aussi des après-midi, une fois par mois ou deux fois par mois, selon les nécessités, où ils se voient, ils font des choses sur la plateforme. Mais tout dépend, en fait, si vous êtes vraiment dans une logique, moi je travaille avec mon manuel et j'ai du mal à m'en défaire.
à ce moment-là, c'est difficile. Ou est-ce que, justement, je mets au centre de mon enseignement quelque chose qui permet un contact réel avec des élèves en Allemagne, et votre collègue peut faire la même chose, là, c'est l'idéal. Si vous pouvez donc construire en fait votre enseignement autour d'un projet, peut-être certainement pas sur toute l'année, mais par moment, prendre 2 semaines de travail sur un projet où régulièrement on va aller soit en salle informatique ou on réalise des choses ensemble. On n'est pas obligé non plus de travailler toujours sur un mode chaque élève doit réaliser quelque chose, mais il y a des choses qu'on peut très bien faire ensemble, hein, tourner des vidéos, réaliser des activités, et puis finalement c'est le professeur qui va les mettre sur la plateforme. Donc il y a plein de façons de travailler qui sont possibles. Tout dépend en fait après de la constellation, surtout avec vos partenaires. Genau. Ja, danke, Jens. Mein Vorschlag wäre, wir ziehen mal den Chat groß, dann können wir besser sehen, wenn die Fragen reinkommen. Wir haben ja jetzt noch Zeit bis 11.30 Uhr, sodass wir wirklich jetzt auch auf individuelle Fragen eingehen können. Das Webinar. Viele fragten jetzt, Mensch, tolle Sache, würde ich gerne meinem Kollegen irgendwie von berichten. Wie kann ich diese Informationen weitergeben? Da möchte ich vielleicht für alle nochmal antworten. Zum einen gibt es eine Webseite, www.tele-tandem.net, habe ich Ihnen hier eingestellt. Genau. Und die können Sie natürlich weiterleiten. Dann ist es auch so, dass dieses Webinar, wie wir anfangs sagten, aufgenommen wird. Und in das Lehrerzimmer auf der Tele-Tandem-Plattform, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, eingestellt werden soll, veröffentlicht werden soll. Das heißt, Sie könnten Ihren Kollegen, Ihre Kollegin bitten, sich ein Konto auf der Tele-Tandem-Plattform anzulegen, was ja ohnehin Sinn macht, wenn Sie gemeinsam darauf arbeiten wollen, ins Lehrerzimmer zu gehen und dort dieses Webinar nachzuschauen. Ja, wir werden kommende Woche nochmal 3 Webinare in derselben Form anbieten, am Dienstag, am Donnerstag und am Freitag. Die Webinare selbst sind bereits ausgebucht, aber ich finde, das hat heute sehr, sehr gut geklappt, auch mit diesen vielen Teilnehmern, sodass wir eventuell überlegen könnten, die Webinare nochmal um 20 Teilnehmer jeweils aufzustocken, dass sich noch Leute nachmelden können. Das könnten wir überlegen. Ja. Das ist nochmal eine interessante Frage von Frau Reuter, auf die ich kurz gerne eingehen würde. Müssen sich die Schüler auch erst bei der Plattform anmelden, auf dem Weg, den ich Ihnen gezeigt habe, damit ich sie in den Kursraum einladen kann? Oder geht das einfach über die E-Mail-Adresse? Das geht einfach über die E-Mail-Adresse. Und ich zeige Ihnen jetzt mal kurz, wie. Dazu muss ich mich aber einmal kurz mit einem anderen Konto anmelden. Also. Vielleicht kann ich ja schon mal sagen, donc peut-être pour répondre à la question, il y a 2 façons d'inscrire les élèves. Ça peut être vous, à condition d'avoir leur adresse email, vous pouvez les faire venir dans votre cours. Ce sont les élèves qui vont être invités à s'inscrire dans le cours. La façon que j'utilise et que je préfère, c'est de faire d'établir une liste des élèves que je communique à travers la plateforme. Et à ce moment-là, vous avez tous les élèves et on va vous envoyer en fait la liste, et donc vous détenez les identifiants et les mots de passe que vous devez donner aux élèves pour pouvoir accéder à la plateforme. Genau, merci. Also man muss ja vielleicht hier 2 Fälle unterscheiden. In dem einen Fall, alle Schüler haben bereits eine E-Mail-Adresse, ne, eine eigene E-Mail-Adresse. Dann
ist die einfachste Möglichkeit, die Schüler einzuschreiben, direkt im Kursraum. Hier sehen Sie, wenn Sie einen neuen Kursraum eröffnet haben über dieses Antragsformular im Lehrerzimmer, dann ist der erstmal leer. Da ist nichts weiter drin. Das ist genau wie wenn Sie in den Klassenraum kommen am Anfang des Schuljahres, da hängt nichts an den Wänden, da ist noch kein Tafelbild da, da ist noch nichts da, das müssen Sie machen. Und hier ist dann der Platz für Ihre Aktivitäten. Und hier oben rechts sehen Sie diesen Button Schülerregistrierung und dann einen neuen Schüler zum Kursraum hinzufügen. Sie müssten jetzt vorab die E-Mail-Adressen Ihrer Schüler sich geben lassen, haben dann eine Liste mit E-Mail-Adressen, klicken dann hier auf diesen Button und tragen dann hier die Mail-Adressen ein. dfw.org. dfw.org durch Komma getrennt. Jetzt kommt der nächste. Ja, und so weiter, bis alle Ihre Schüler hier drin sind. Und dann klicken Sie auf Nutzer hinzufügen. Und in dem Moment, wo das passiert ist, kriegen diese Nutzer, die Sie jetzt hier eingetragen haben, eine automatisierte Nachricht von der Plattform, wo drin steht, Für Sie wurde ein Nutzerkonto auf der Teletandem-Plattform angelegt. Ihre Zugangsdaten lauten wie folgt. Und Sie wurden in den Kursraum XY eingeschrieben. Ja? Das heißt, jeder Schüler kriegt dann in seine Mailbox mit der Mailadresse, wo er hier angemeldet ist, diese Nachricht. Manchmal landet die im Spam. Deswegen dann mal im Spam-Ordner nachgucken. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die Jens schon sagte, über eine Liste. Und da müssen Sie wieder den Umweg gehen übers Lehrerzimmer. Ja, da haben Sie hier die Möglichkeit, da ist es auch nochmal erklärt, Schülerregistrierung für Schüler mit eigener E-Mail-Adresse, das war das, was ich eben gezeigt habe, und Schülerregistrierung für die Schüler ohne eigene E-Mail-Adresse betrifft vor allem natürlich die jüngeren Schüler, die vielleicht in der Grundschule sind, die noch keine eigene E-Mail-Adresse haben. Und dann gibt es hier solche Listen, die Sie herunterladen können, ausfüllen müssen. Da müssen Sie praktisch Name, Vorname, welcher Kursraum. Und dann werden die über eine Dummy-E-Mail-Adresse, also über eine nicht real existierende E-Mail-Adresse angemeldet. Sie müssen in dem Falle selbst das Passwort für Ihre Schüler zuweisen, weil ja das Passwort nicht automatisch generiert werden kann in dem Falle. Ja. Genau, jetzt kommt noch die Frage, muss ich auch die Franzosen, die Partner eintragen? Frau Traumeler, nein, müssen Sie nicht. Sie sind ja zu zweit als Lehrer in diesem Kursraum. Sie und Ihre französische Partnerlehrkraft. Und eigentlich lädt jeder seine eigenen Schüler. Ja, oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on fait nous aussi. Peut-être vous dire encore une fois ou vous expliquer pourquoi je préfère la deuxième méthode. Mm-hmm. C'est juste le fait que ça soit les élèves qui reçoivent un email qui peut effectivement aller dans les spams. Souvent, j'avais des élèves qui m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu le mail ou alors qui n'ont pas consulté leur adresse mail. Ça prend beaucoup plus de temps pour que tous les élèves soient inscrits si vous passez par une inscription individuelle. Pour vous, c'est un gain de confort, en fait, d'avoir la liste avec les identifiants, les mots de passe que vous pouvez donner aux élèves, que vous gardez aussi pour vous, quitte à rappeler aux élèves leur identifiant, leur mot de passe, si jamais ils l'ont perdu, ils l'ont paumé. Donc, c'est seul inconvénient, c'est qu'à ce moment-là, il y a des élèves, des adresses e-mail fictifs, qui ne marche pas, mais de toute façon, dans mes échanges, les élèves, pour communiquer entre eux, ils ont leurs canaux, le plus souvent par Snapchat et d'autres réseaux sociaux, et à l'intérieur de la plateforme, on peut communiquer par chat, par forum, on n'a pas besoin forcément des emails. Ich würde gerne noch auf die Frage von Frau Trautmann eingehen, die fragt, gibt es eventuell schon einen Vordruck für die Eltern?
ja, so für die Einverständniserklärung oder eben als Information über dieses Projekt. Von unserer Seite nicht, von Seite des DFJW nichts. Aber das wäre beispielsweise eine Frage, die Sie in diesem Lehrerforum stellen könnten, ob vielleicht ein Kollege solch einen Vordruck, solch eine Vorlage schon mal gemacht hat. Genau. Dann noch die Frage, ich habe drei Partnerschulen. Ist es möglich, dass vier Schulen an einem Kurs teilnehmen? Warum nicht? Ja, sehe ich jetzt kein Hindernis. Ich denke, das wäre. Die Frage von Frau Latzows kann ich nicht beantworten. Est-ce que cela pourrait marcher avec un mail? E-Card, je ne sais pas ce que c'est, une adresse. Je ne connais pas non plus. Non, je suis désolée, mais ça, je ne peux pas vous répondre. Genau. Ja, ich denke, wir haben so ein bisschen den Rundumschlag gemacht. C'est la plateforme de l'éducation nationale. Ah, okay. Ça te dit quelque chose, Jens? Je ne sais pas. Non. Solange das eine normale E-Mail-Adresse ist, in einem normalen E-Mail-Format, also christianebehling@ecard.fr oder ich weiß nicht, wie diese Adressen aussehen, ist das möglich. Es ist egal, ob mit welcher E-Mail-Adresse, aber es muss eine richtige E-Mail-Adresse sein. Ich kenne dieses Format dieser E-Card-Adressen nicht, deswegen kann ich die Frage nicht so genau beantworten. Ja, es ist unsere Zeit um. Es ist jetzt 11.30 Uhr. Ich würde das Webinar an dieser Stelle gerne beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Fragen, für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe natürlich, dass Sie sich jetzt alle ein Nutzerkonto anlegen und auf unserer Telezentren-Plattform arbeiten, dass Sie Ihren Kolleginnen in dem anderen Land von dieser Möglichkeit erzählen und ja, vielleicht auf diese Art und Weise Ihren Schüleraustausch tatsächlich doch noch in diesem virtuellen Raum stattfinden lassen können. Also vielen, vielen Dank an Sie. Merci à tout le monde. J'espère que, enfin, nous espérons évidemment que ça vous a donné de nouvelles idées et peut-être appui à notre intervention. Mm-hmm. En tout cas, regardez sur la bourse des contacts, hein, si jamais vous manquez de partenaires, peut-être que même des participants d'aujourd'hui vont se trouver de cette façon. Et je peux vous dire que voilà, un échange virtuel peut aussi devenir un échange réel. C'est ce qui m'est arrivé avec un échange que j'avais fait avec eTwinning. Où bah, ça a bien marché, et puis l'année d'après, on s'est vu en vrai. Donc, il y a plein de perspectives, et en tout cas, c'est un bel outil pour tous ceux qui, malheureusement, ont dû renoncer, comme moi, à leur échange cette année, de trouver d'autres moyens, en tout cas, de rester en contact avec les partenaires. OK. Auf Wiedersehen und bis bald. Au revoir. Tschüss. Au revoir.